Na, Tom? Gibt bessere Orte für ein Wiedersehen, ne? Bist du lieber mit mir in den Zoo gegangen, oder was? Na komm. Also, was ist passiert? Ich würde es lieber von dir hören, als den Bericht lesen. Ist alles scheißegal, oder was? Wo fahren wir hin? Nach Hause, zu mir. Deine Mutter, die ist ja echt ziemlich... Du bist jetzt der Retter in der Not, oder was? Was? Torben! 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 Scheiße! Ja! Was? Ja, Grosch, was gibt's? Ara Shaderi, 35, in Teheran zum Erdölingenieur ausgebildet, politisch aktiv, flieht nach Deutschland. Beschleunigtes Asylverfahren, kriegt durch eine Ausnahmeregelung die vorgezogene Arbeitserlaubnis, wird intensivmedial begleitet. 18 Monate später liegt er tot vor der Anlage, die ihm den roten Teppich ausgerollt hat. Hinweise auf rechten Terror? Es gibt hier wohl einige Gruppierungen, die immer wieder Probleme mit dem Verfassungsschutz haben. Da geht es aber eher um radikalen Naturschutz. Sarah Falke und Grosch. Was? Kerstin Stärke, Polizei Bötersen. Moin. Gefunden haben ihn zwei Securities der Anlage hier beim Zaun. Soweit wir gesehen haben, gibt's aber einen ersten Tatort weiter hinten. Okay. Moin, Falke. Sie hier hat er aber den Kopf. Das heißt, er wurde erstickt? Vermutlich. Aber bei dem, was er vorher durchgemacht hat, mehrere Schädelverletzungen, vermutlich schwere Frakturen. Todeszeitpunkt zwischen 22 Uhr gestern Abend und 3 Uhr heute früh. Genau, was folgt. Keine Spur einer Tatwaffe. Den ersten Schlag hat er jedenfalls da hinten gekriegt. Er hat es bis hierher geschafft. Der Täter folgt ihm und verpasst ihm den zweiten Schlag. Er ist bewusstlos und der Täter bindet ihm die Tüte drüber, um sicher zu gehen. Die Verletzung an den Händen, die hat er von da. Das heißt, er hat versucht, über den Zaun zu klettern. Warum? Der Mann arbeitet doch hier. Warum hat er da nicht versucht, durchs Tor zu entkommen? Probiert hat er's. Kommen Sie mit. Ist okay? Wir haben seine ID-Karte direkt hier am Boden gefunden. Wieso ist das Tor nicht aufgegangen? Man braucht einen 6-stelligen Sicherheitscode, zusätzlich zur Karte. Den hat er wohl nicht mehr hingekriegt. Sehen Sie da hinten, wo sein LKW steht? Bis hier haben wir vereinzelt Blutspuren. Das Opfer fährt auf die Anlage zu. Bleibt stehen. Wird aufgehalten oder so. Auf jeden Fall ist er ausgestiegen. Mhm, wird niedergeschlagen, geht zu Boden. Steht wieder auf.
Und dann lässt er den Täter noch mal 70 Meter zum Tor laufen. Um ihn dort zu ersticken, mit einer Plastiktüte. Ja, vielleicht hat er mir gefallen, was er da gesehen hat. Babette Behringer, Norfrack. Ich bin für die und einige Anlagen in der Umgebung zuständig. Falke, Bundespolizei, meine Kollegin Gross. Was für eine Tragödie. Waren Sie gestern Nacht in der Anlage? Nein, ich war in Bremen. Große Videokonferenz mit Kollegen aus 6 Ländern. Zeitzonen. Das Opfer war einer Ihrer Fahrer? Nadiri war erst seit kurzem bei uns. Sind bei Norfrack alle Fahrer studierte Ingenieure? Was ist denn überhaupt in dem Tank? Gift? Gar nichts. Der Tank ist leer. Hätte seine Ladung erst hier aufnehmen sollen. Und zwar Gift, das Sie ein paar Kilometer weiter in den Boden drücken. Lagerstättenwasser, das wir fachgerecht und auf legale Weise entsorgen. Deswegen lassen Sie Ihre LKWs mitten in der Nacht fahren? Heimlich? Deswegen bauen Sie so einen Hochsicherheitstrakt? Ihr Konzern hat kein Gewissen. Danke, was ist los mit Ihnen? Was soll das? Wir brauchen Personalakte, alles, was wir von ihm haben. Was ist mit den Aufzeichnungen der Kameras am Zaun? Das wird gerade überspielt. Also ich zeige Ihnen das Material dann im Ermittlungszentrum, wenn wir da fertig eingerichtet sind. Ist auch da, wo Sie untergebracht sind. Sie dürfen mir bestimmt keine Details sagen. Aber hat er gelitten? Es ist meine Schuld. Ich habe ihn überredet, endlich nach Deutschland zu kommen. Ich habe ihm den Job verschafft. Er war mein einziger Bruder. Er hat es übertrieben. Was meinen Sie damit übertrieben? Er hat alle provoziert. Die Aktivisten. Alle. Sehen Sie, er war enttäuscht. Sie haben ihn nur als Fahrer angestellt. Er wollte mehr. Wie soll man sich einfügen, wenn man als Feind angesehen wird? Wer hat ihn denn als Feind angesehen? Die Menschen hassen Norfrack. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Hallo. Ist da einer? Schön. Sie haben doch auch dort gearbeitet, oder nicht? Ich habe vor 6 Monaten gekündigt, ja. Warum? Die Anfeindungen. Auf der Arbeit in letzter Zeit. Das war einfach zu viel für mich und meine Familie. Anfeindungen der Dorfbewohner wegen ihres Jobs. Die Menschen haben Angst. Die Gasförderung macht ihnen Angst. Deshalb reagieren sie mit Hass. Das haben wir alle zu spüren bekommen. Vor allem ihr Bruder. Ja. Kein Wunder, dass er weg wollte. Er hat geträumt. Amerika, Kanada. Er wurde hier nicht glücklich. Stimmt, was geredet wird? Wer ist das? Wer sind Sie? Hallo, wir sind von der Bundespolizei. Komm, mein Lieber. Komm zu uns. Komm her. Du bist hier nicht beschützt. Weil du so feige bist! Younes! Er hat seinen Onkel sehr geliebt. Der Hals war voller Ausschlag. Vielleicht hat er irgendeine Allergie. Lebensmittelunverträglichkeit oder so.
Und verstecken was. Warum haben Sie die nicht einfach gefragt? Man erfährt keine Geheimnisse, indem man danach fragt. Interessanter Ermittlungsansatz. Spaß, oder? Die Scheiße durch unseren Ort zu fahren. Was? Kommst du hierher, vergiftest unseren Boden, ist das dein Dank? Wer ist das? Kielsberg. Häuptling von diesen Öko-Nazis. Mein Onkel ist nicht weggelaufen, hat sich nicht geduckt. Wieso geht ihr mit sowas nicht zur Polizei? Die Polizei weiß das. Jeder weiß das. Feiern diese Ökos. Ihr wahrscheinlich auch. Du mochtest deinen Onkel, ne? Ich lass mir auch nicht alles gefallen. Ja, Starke? Raus hier. Ein Kiesberg ist bei Ihnen aktenkundig? Nein, Sie machen gar nichts. Sie sagen uns nur, wo wir ihn finden. Hallo? Herr Kielsberg? Herr Kielsberg? Bundespolizei? Gefällt Ihnen nicht, was Sie sehen, Herr Falke? Nur ein Bild an der Wand. Noch. Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind Jan Kielsberg. Sagt Ihnen der Name Ara Schnaderi etwas? Sie holen das Erdgas aus bis unter 5000 Meter Tiefe. Wir wollten Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Sie haben Herrn Schnaderi mehrfach bedrängt. Vielleicht auch letzte Nacht? Das Problem ist, das Gas kommt nicht allein an die Oberfläche. Sondern zusammen mit giftigen Stoffen, die ganz tief unten gebunden sind. Benzol, Toluol, radioaktive Substanzen, Quecksilber. Ein Teil davon gerät bei der Förderung direkt in unsere Atemluft, verursacht Krankheiten. Von grausamen Hautausschlägen bis hin zu Krebs. Gut, Herr Kielsberg, wie gesagt. Und Atembeschwerden. Aber wissen Sie, was mir wirklich Angst macht? Sie müssen die Brühe ja wieder loswerden. Wenn Sie sich das Gas erst mal rausgeholt haben. Wollen Sie wissen, wie? Sie verpressen es. Sie drücken das Gift einfach in alte Bohrlöcher. Unmengen. Pausenlos. Tausende Tanklastwagen pro Bohrstelle. Nur landet es bei weitem nicht in der Tiefe, aus der Sie es rausgeholt haben. Und wenn das Zeug erst mal ins Grundwasser gelangt, dann gute Nacht. Dann ist es vorbei. Schöner Vortrag, aber deswegen sind wir gar nicht da. Ara Schnaderi wurde letzte Nacht regelrecht hingerichtet. Mein Mann war die ganze Nacht hier. Habe ich danach gefragt? Sowas spricht sich hier schnell rum. Du kommst hierher und vergiftest unseren Boden. Was hat Ihnen an Schnaderi nicht gepasst? Seine Hautfarbe oder seine Tätigkeit für wie heißen die nochmal? Norfrag. Es ist mir egal, woher jemand kommt. Aber Ara Schnaderi, das war ein fleißiger Mann. Viele fuhren Gift gefahren. Dafür habe ich mich manchmal bei ihm bedankt. Vielleicht hat er einen Dank ja nicht vertragen. Es geht uns einfach nur um die Erhaltung der Natur.
Dann sind Sie ja sicher mit einer Speichelprobe und Fingerabdrücken einverstanden, oder? Ich würde den gerne wohin spucken. Aber die Proben haben Sie bereits seit langem. Ja, wer in diesem Land Engagement zeigt, genießt besondere Aufmerksamkeit. Woher wusste Kiesbeck, dass wir kommen? Haben Sie uns angekündigt oder was? Hä? Der hätte sogar extra was vorbereitet. Ja, haben Sie oder haben Sie nicht? Okay, das war's. Sie sind fertig hier. Packen Sie Ihre Sachen. Tschüss. Nein, bitte. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich wollte bloß überprüfen, ob er zu Hause ist. Sag mal, sind Sie noch ganz dicht oder was? Walter. Okay, noch ein so eine Nummer. Und Sie verteilen für den Rest Ihres Lebens Strafzettel. Ist das klar? Ich glaube, Sie hat es verstanden. Kiesbeck hat Naderi öffentlich bedrängt? Nein, Naderi hat unsere... Er hat die Gegner der Anlage provoziert, indem er mit dem LKW durch den Ortskern gefahren ist. Ein absichtlicher Umweg mit dem ganzen Gift. Jemand wie Kiesbeck lässt sich das nicht gefallen, aber... Also, das ist Wochen her. Und wir konnten rasch deeskalieren. Schön, dass Sie uns das mitteilen. Danke. Na gut, dann legen wir mal los. Laut Obduktionsbericht ist Arash Naderi zwischen 1 und 3 Uhr erstickt. Als man ihm die Tüte über den Kopf gezogen hat, war er vielleicht bewusstlos, aber definitiv am Leben. In einer seiner Kopfwunden hat man Lackspuren gefunden. Kann alles gewesen sein. Brecheisen, ein anderes Werkzeug. Auch die Auswertung des Überwachungsvideos hat nichts ergeben. Starke, was sagt das Labor zu der Tüte? Die wurde mit einem Knoten um seinen Hals gebunden. Spuren gibt es nur von dem Security, der sie dem Opfer abgenommen hat. Also, um zu gucken, ob er noch lebt. Sonst keine DNA, nur ein paar schwarze Wollfasern, wahrscheinlich von Handschuhen. War jemand in seiner Wohnung? Spusi hat alles aufgenommen, aber nichts Auffälliges. Was mit seinem Auto, seinem Telefon? Für das Auto ist eine Fahndung raus und das Telefon war in der Wohnung. Okay, und? Ja, da wird dran gearbeitet, das Ding zu entsperren. Ja, Mensch, Leute, wir müssen hier Tempo machen. Das ist eine Mordermittlung. Das ist jetzt die wichtigste Phase hier. Sie können zum Beispiel mal alle aktenkundigen Ökos überprüfen. Starke, da können Sie doch direkt bei sich selber anfangen. Und was ist mit Norfrek? Oder haben Sie Angst, sich mit denen anzulegen? Sie können es einfach nicht lassen, ne? Ich sag das jetzt zum allerletzten Mal. Nach Feierabend können Sie sich gerne an irgendeinem beschissenen Kasso anketten. Aber jetzt und hier. Konzentrieren wir uns auf den Mordfall an Arash Naderi. Ist das klar? Torben, ich bin's. Was soll denn die Scheiße? Wir müssen uns sehen. Sag mir, wo, und ich komm dahin. Okay? Also, melde dich.
sind alle nicht gesund hier. Ja, die sehen alle so aus, als ob sie dasselbe Handtuch benutzen. Ja, wenn das kein Hauch von Großstadt ist. Wer ist er denn? Kommissare Falke und Gross aus Hamburg. Und Sie sind? Fohl, mein Name. Vom Landesamt für Bergbau in Hannover. Wir haben keinen Experten bestellt. Och, manche Dinge kommen auch ohne, dass man sie bestellt. Haarausfall, die Zeugen Jehovas, eine Expertise vom Bergamt. Nein, im Ernst, ich bin gerade in der Gegend unterwegs für Routineproben. Und da haben die sich in Hannover gedacht, falls in Ihrem Fall auch fachspezifische Fragen auftauchen, komme ich mit meinem kleinen Zauberkoffer und helfe Ihnen. Ha? Ist ja auch so eine Art Aufklärungsarbeit, die wir hier leisten. Den Gerüchten, die hier im Umlauf sind, kann man erstens nur mit Wissenschaft rangehen und zweitens nie mit leerem Magen. Ich hab Hunger. Ich auch. Na los. Zauberkoffer. Ob Vögel in den Windrädern sterben oder beim Bau eines Wasserkraftwerks drei Lurche ertrinken. Man kann sich über alles beschweren. Aber es stimmt, dass das Abwasser einfach in alte Bohrlöcher gepresst wird. Naja. Aber damit vergiften sie höchstens irgendwelche Amöben, die 1000 Meter unter der Erde hausen. Das war gut. Also, was machen wir als nächstes? Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Mein Kollege und ich ermitteln, was Sie tun, weiß ich nicht. Hab ich. Sie meinen das nicht persönlich, glaube ich. Essen Sie das noch? Nee, das. Das ist mir zu regional. Ja, guten Appetit noch, ne? So wohnt keiner, der sich zu Hause fühlt. Der war echt am Sprung. Ich habe hier das Fahrtenbuch von der Deri. Da fehlen die Seiten. Ab Juli. Rausgerissen. Aha. Ich habe hier noch was Interessantes. Seine Personalakte. Beringer wollte ihn loswerden. Sieht so aus. Apropos los. Wollen wir los? Als er da hinten niedergeschlagen wurde und sich dann bis hierher geschleppt hat, vielleicht hat er gar nicht vor der Person Angst, die niedergeschlagen hat. Vielleicht gibt es mehr als einen Täter. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist doch die Kielsberge. Mhm. Wir sind alle sehr betroffen. Wir haben einen tüchtigen Mann verloren. Frau Beringer, Sie hatten seine Kündigung bereits vorbereitet. Wusste er davon? Er hätte früh genug davon erfahren. Er war ein unangenehmer Kerl, der sich nicht an Vorschriften und Fahrtrouten gehalten hat. Besser? In seinem Fahrtenbuch fehlt der Zeitraum von Juli bis jetzt. Es passt zu ihm. Unzuverlässig. Auch um Dokumentieren. Er war völlig überqualifiziert für seine Arbeit bei Ihnen. Kein Grund, die Leute zu provozieren. Na, die Reva untragbar für Norfolk. Die Menschen hier sind schon hysterisch genug.
Ist ja schön, dass Sie Ihre Sorgen ernst nehmen. Zum Beispiel die von Frau Kielsberg. Manchmal hilft ein sachliches Gespräch gegen die Angst. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen, dass die Hautausschläge mit der Gasförderung zu tun haben? Ich bitte Sie. Das sind Cyanobakterien, das sind Blaualgen im Bullensee. Besonders aggressive Sorte. Der August war komplett verregnet und im September wurde es plötzlich für ein paar Tage warm. Einige waren baden und manche reagieren sehr empfindlich auf Algen. Sie stehen übrigens vor der Essex, ein Walfangkutter, 1809 gesunken. Früher haben die Menschen Wale geschlachtet, um Öl für ihre Lampen zu bekommen. Meinen Sie, das wäre den Leuten heute lieber? Also alles in allem ist der Inhalt hochgradig unspektakulär. Kaum Nachrichten, kaum Telefonate. Muss viel allein gewesen sein. Ja, ein paar wenige Bilder von seiner Familie und dann ist da noch der hier. Wer ist das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Bild mit diesem Handy aufgenommen worden und zwar am 27.09. Also eine Woche vor Arashs Tod. Ja. Das letzte Bild? Ja. Kerstin, kennst du den? Das ist mal kein Familienfoto. Das ist Henning Rüttgers. Ein Obdachloser. Also freiwillig obdachlos. Der lebt hier im Wald. Ja? Wo finden wir den? Keine Panik, ja? Ich bin mir sicher, dass... Ich weiß. Aber wir müssen ihn kommen lassen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Okay, lass mal ruhig bleiben, ja? Wir finden den Jungen. Ich melde mich. Ja, wollen wir los? Sie warten hier. Herr Rüttgers? Herr Rüttgers? Ist leer. Ist auf jeden Fall ein richtiger Öko.
Ganz ruhig, wir tun ihm nichts. Herr Utkos, wir wollen nur mit Ihnen reden. Legen Sie bitte die Waffe weg. Das ist Ihr Eimer, ja, ist alles Ihres. Wir nehmen nichts weg, okay? Ist leer. Wir wollen Ihnen nichts wegnehmen, wir haben nur eine Frage. Eine einzige Frage, okay? Sie hatten letzte Woche Besuch von einem Mann, ja? Ich zeige Ihnen jetzt ein Foto von diesem Mann. War dieser Mann bei Ihnen? Ja, Schakel, haben Sie nicht? Ja, wir sind hier bei Rutgers. Die Position, die Sie uns gezeigt haben. Ja, ja, und bringen Sie im psychosozialen Notdienst. Alles gut. Genau. Alles gut. Herr Rutgers. Herr Rutgers, schauen Sie mich an. Herr Rutgers, ganz ruhig. Sie kennen das doch einfach. Vor zwei Jahren war Rutgers aktiv in der Bewegung. Jeder hat ihn gekannt und respektiert. Und dann wurde er radikaler. Er hat sein Haus verkauft, hat begonnen, nur mehr Sachen zu essen, die er selbst anbaut oder erlegt. Und seit kurzem ist er so. Paranoide Schizophrenie, sagen Sie. Extreme Form. Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass er sich an Arash Nadiri erinnern wird. Wissen wir, wo Rutgers war zur Tatzeit? Der würde niemandem was tun. Sie macht mich fertig, Starke. Wissen wir, wo der war? Er war in der Geschlossenen. In der Tatnacht und die zwei Tage davor. Ich habe gerade telefoniert. Und die haben ihn entlassen, in dem Zustand? Ja, er lässt sich öfter einweisen. Er bleibt aber nie lange. Alle wissen, dass er hier lebt. Friedlich. Friedlich? Sie wussten, dass er eine Waffe hat? Gut, Sie bringen auf jeden Fall den Waldschrat in die Klinik. Befragen die Ärzte, Pfleger, Bettnachbarn oder so. Vielleicht hat er doch den Namen Arash Nadiri erwähnt. Und überprüfen Sie seine Aufenthaltszeiten. Genau, okay? Danke. Der ist nicht der Einzige. Bitte? Der ist nicht der Einzige. Was meinen Sie damit? Na, ich weiß auch nicht. Sehen Sie den Leuten mal in die Augen. Das sind doch halbe Zombies. Wenn man sein Leben lang nur Hirse frisst, dann sieht man das so aus. Wichtig ist doch, was wollte Arash von Rutgers? Vielleicht wissen die Nadiris was. Ja. Ja, hier. Also steht Ihr Name drauf. Kommissar Falke persönlich. Wurde bei uns abgegeben, also jetzt vor einer halben Stunde. Jemand gesehen, wer das abgegeben hat? Nee. Nee. Ein super Verein hier. Das sind die fehlenden Seiten aus dem Fahrtenbuch von Nadiri. Und hier. Eine Karte. Und Mengenangaben. Von der Schrift her könnte das von ihm sein. Mhm. Alles akribisch dokumentiert. Ich schaue mir das mal genauer an. Ist okay, wenn Sie allein zu den Nadiris fahren? Tut mir leid. Ich kenne ihn wirklich nicht. Wer ist das? Ihr Schwager hat ihn wenige Tage vor seinem Tod fotografiert. Können Sie sich erklären, wieso? Shaitan al-Lanati. Nein. Shaitan? Satan? Wen meinen Sie? Manje kamifar simifamam. Ronadieri, wen meinen Sie? Ich muss mich um meinen Jungen kümmern. Was ist mit Ihrem Sohn? Kian hat Fieber. Er liegt mit Grippe im Bett. Herr Nadiri, ich habe ihn gesehen. Sein Gesicht. Ach so, das. Das sind die Blaualgen. Ich kann Ihnen gerne einen Attest vom Hautarzt zeigen, falls es Sie interessiert. Wie lange dauert sowas? Wie lange dauert es denn bei Ihnen in der Regel? Ich muss jetzt erstmal mehrere Bodenproben nehmen, damit ich das Ganze auswerte. Boss, ich glaube, wir haben ja was. Na, anscheinend können Sie ja doch einen Experten gebrauchen. Der Kollege war sich nicht zu schade. Also keine Ahnung, wer uns die Unterlagen zugespielt hat, aber ursprünglich sind sie von Nadiri. Und so wie es aussieht,
war dabei, einen amtlichen Umweltskandal aufzudecken. Also, das Abwasser der Bohrstellen wird ungefähr hier in der Verpressungsanlage entsorgt. Dieses Lagerstättenwasser muss aber irgendwie dahin transportiert werden. Arashnaderis Aufgabe. Genau. Aber die LKWs machen nur einen Teil. Wie nur einen Teil? Naja, das sind krasse Mengen. Es gibt ja zusätzlich mehrere Leitungen. Die laufen wenige Meter unter dem Boden und pumpen den Teil des Lagerstättenwassers von den Bohrlöchern zu den Verpressungsanlagen hier, oder hier, der nicht mit den LKWs transportiert wird. Bis zum Sommer hat Nadir ungefähr 90.000 Liter pro Tag transportiert. Aber dann, seit Juli, haben er und seine Kollegen plötzlich Sonderschichten eingelegt, ungefähr das Dreifache. Ja, wahrscheinlich wurde mehr Abwasser produziert. Ja. Nadiri hatte da wohl eine andere Theorie. Er vermutete, dass deswegen mehr Abwasser transportiert wurde, weil eine der Leitungen defekt war. Hier. Das sind die chemischen Kurzformen für Toluol und Quecksilber. Ein Rohrbruch bei solchen Leitungen, ist das möglich? Klar. Ist auch eigentlich keine Riesensache, wenn man die Sache früh genug erkennt und repariert. Und wenn man es nicht früh genug erkennt? Läuft bis dahin Tag und Nacht hektoliterweise Lagerstättenwasser ins Erdreich. Das wäre eine ziemliche Katastrophe. Und was macht man in so einem Fall, wenn das Erdreich verseucht ist und man kein Aufsehen will? Zunächst mal würde man die Leitung stilllegen. Und dann? Würde man sie reparieren und das verseuchte Erdreich entfernen, wenn möglich. Gut, aber das bedeutet Baustellen. Und das merkt man. Und tatsächlich haben die Leute mitgekriegt, dass es hier zwei Baustellen gab im letzten halben Jahr. Eine hier in der Nähe vom Bullensee und eine hier oben. Wenn Sie im Umkreis dieser Baustellen Bodenproben nehmen, wie lange dauert das? Für Sie tue ich mein Bestes. Gut, danke. Ja, ja. Okay, also Arashnaderi kommt drauf, dass hier was nicht stimmt. Und dann? Geht er zu Norfolk und erpresst die? Also angezeigt hat er nichts. Entschuldigung. Ja? Torben hat was? Es soll hier in der Nähe ein tolles Restaurant mit regionaler Küche geben. Gut, in deiner Apotheke wurde was geklaut. Es tut mir leid. Aber was hat denn Torben damit zu tun? Bitte? Gut. Okay, ich kümmere mich. Ja. Okay. Gucken Sie mal. Diese eine Leitung geht direkt an Kiesbergs Hof vorbei. Ja. Vielleicht haben wir deswegen Anne Kiesberg bei Norfolk gesehen. Ja, aber wenn die davon wissen, die machen noch ein Fass auf. Wenn du so sehr von deinem Boden lebst, dann hängst du es nicht an die große Glocke. Tolles Restaurant mit regionaler Küche. Ich pfeife.
Falke, wir können los. Herr Falke! Ich muss was erledigen, ist dringend. Eine private Sache. Dauert nicht lange. Sagen Sie nicht, Sie fahren nach Hamburg zu Ihrem Sohn. Falke! Falke hier, ich brauche eine Handyauto. Ich weiß. Es geht um meinen Sohn. Ich muss wissen, wo er ist. Lass mal gehen. Bist du ein Bulle oder was? Mit dir redet keiner, verpiss dich. Jetzt mal Schluss hier mit der Gangsternummer, okay? Voll getroffen! Ich nehme keine Drogen. Und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du. Einige eine Lagerstätte. Voller Schätze, die man heben und zu Geld machen muss. Für mich bedeutet der Boden etwas anderes. Etwas, das sich nicht mit Geld bezahlen lässt. Etwas, das ich mit meinem Leben schützen werde. Ausländische Firmen bohren ihre gierigen Finger tief in unsere Erde. Ja, und wenn sie sich irgendwann satt gefressen haben, dann ist unser Land eine Giftwüste. Dem Staat ist es egal. Kinder haften für ihre Eltern. Man sagt, wir sind voller Angst. Wenn ich euch in die Gesichter schaue,
Dann sehe ich aber was ganz anderes. Keine Angst, nur Mut. Männer und Frauen, die bereit sind, für dieses bisschen Erde zu kämpfen, auf der wir leben. Für unsere Heimat. Wir haben heute einen Ehrengast. Günther Barnholm aus Schesel. Wir kennen uns schon so lange. Danke, Günther, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Komm mal her. Ja, komm. Manche von euch haben vielleicht schon beim Parken gesehen, dass Günther da ist. Ja, Günther hat sich ein neues Auto gekauft. Aber nicht irgendwas. Nobel? Was ist denn das nochmal für einer? Ich kann kein Italienisch. Was kostet denn sowas? 80, 90? Hey, schau mich nicht so an, ich weiß das nicht. Ja, Günther hat einen einträglichen Nebenverdienst. Ich weiß davon. Er verpachtet sein Feld an Norfolk. Ab nächstem Jahr wird von seinem Feld aus gebohrt. Die haben ihm ein hervorragendes Angebot gemacht. Es gibt keinen Beweis. Keinen einzigen Beweis für einen Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und nicht mir, sag's ihm. Sag's ihnen ins Gesicht. Es haben doch auch andere mit Norfolk verhandelt. Du musst davon was leben. Du sollst ihnen ins Gesicht sagen, dass du ihre Zukunft vergiftest! Das reicht! Polizei, die Veranstaltung ist hiermit geschlossen. Gehen Sie nach Hause. Eine einsame Staatsdienerin. Bis bald, Günther. Tschüss. Gehen Sie weg von mir. Gehen Sie zurück. Zurück! Verhaften Sie mich jetzt? Ist das Ihr großer Plan? Jeden zusammenschlagen, dass sich heimlich mit Norfolk trifft? Verräter sind Verräter. Und werden büßen. Das hier ist zu Ende. Gehen Sie nach Hause. Gehen Sie nach Hause. Geh nach Hause, Freunde. Unser Tag wird kommen. So. Starke? Wer sind diese Leute? Wir müssen sie identifizieren. Jeden Einzelnen. Name, Wohnort, Vorstrafen. Alles klar? Bin spät dran. Entschuldigung. Wieso haben Sie nicht angegriffen? Ich gebe Ihnen genau eine Chance, mir das zu erklären. Was ist passiert? Waren Sie zu feige oder hat es sich gut angefühlt, Teil von was Größerem zu sein? Hm? Bitte? Ich habe Sie gesehen, Starke, mitten im Mob, in Kielsbergs Scheune. Das ist unmöglich. Ich war da nicht. Wirklich? Name, Wohnort, Vorstrafen. Wird's bald. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es gab irgendeine Versammlung bei Kielsberg. Die Ross meinte, wir sollen alle Namen von den Leuten, die vor Ort waren, aufschreiben. Wenn sie beruhigt, ich hatte auch einen bescheidenen Abend. Kielsberg radikalisiert seinen Mob. Hat einen Mann zusammengeschlagen, vor allem. Als Exempel. Und haben sie ihn eingebuchtet, oder? Erklären Sie mir jetzt meine Arbeit? 2 Stunden, nachdem Sie mich in einer Gefahrensituation im Stich lassen? Irgendwas stimmt hier nicht mit den Menschen und sie weigern sich, es zu begreifen. Die Leute sind befallen. Vielleicht haben Sie auch einfach eine andere Wahrnehmung, oder? Sie hauen ab. Blenden aus, dass Sie damit die Ermittlungen torpedieren. Ihrem Sohn sind Sie offensichtlich egal. Und ich verweigere die Realität?
Was gibt's denn da zu glotzen? Sie haben doch gerade einen Auftrag gekriegt, also los. Und ich will bis morgen früh wissen, von jedem, der gestern Abend in dieser verdammten Scheune war, wo er in der Tatnacht war. Und ich will, dass die Angaben überprüft werden, alles klar? Ich brauche dich, Mann. Hier, Susanne. Wer ist er? Bernd. Nochmal so eine Aktion und das war unsere letzte Zusammenarbeit. Ja, sorry, mein Sohn, der ist. Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Mein Mann wird weder erfahren, dass Sie mich bei Norfolk gesehen haben, noch von diesem Gespräch hier, ja? Ich war nur bei Beringer wegen dieser Gerüchte, dass Norfolk unseren Boden verseucht haben könnte. Aha. Was ist das? Der echte Grund für den Besuch bei Beringer? Eine der Leitungen läuft direkt bei ihm im Hof vorbei. Unser Boden ist sauber. Das mag ja sein. Aber Sie wissen genau, wie die Medien auf solche Geschichten reagieren. Sobald Ihr Hof mit einer Vergiftung in Verbindung gebracht wird, dauert es keine 2 Stunden. Und die Bioläden in Hamburg nehmen ihr naturtrüben Quittensaft aus dem Sortiment. Sie haben diese Unterlagen schon mal gesehen, stimmt's? Na, Derek kam Mitte August zu mir mit seinen angeblichen Beweisen, hat mir gedroht, mir gesagt, dass uns das ruinieren würde. Boah, Sie haben ja keine Ahnung, was das bedeutet, einen Hof aufzubauen. 2 Generationen. Ihn zu dem zu machen, was er ist. Einem Gütesiegel in der ganzen Region. Da steht viel auf dem Spiel. Da steht viel auf dem Spiel. Haben Sie Naderi für sein Schweigen bezahlt? Naderi wollte 10.000. Ich habe ihm 7 gegeben. Mehr ging nicht. Und Ihr Mann weiß von all dem nichts? Mein Mann ist ein Romantiker, der hat gar keine Ahnung, wie das Geschäft läuft. Aber Sie nehmen in Kauf, dass Ihre Kinder auf verseuchtem Boden aufwachsen? Naderi war ein Spinner. Unser Boden ist unbelastet. Es gibt kein Gift da drin. Beringer hat mir garantiert, dass dieser Zwischenfall längst behoben ist. Und was, wenn nicht? Was, wenn alles, was Sie essen und was Sie verkaufen, kontaminiert ist? Das ist Wasser aus unserem Brunnen. Unser Wasser ist sauber. Wiedersehen. 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 Sie zahlt auch noch dafür, dass er weiter ihr verseuchtes Wasser trinken kann. So angenommen, die sagt die Wahrheit. Naderi hat einen scheiß Job bei einer verhassten Firma, wird dafür auch noch angefeindet. Und hat dann Hinweise auf eine mögliche Kontamination des Bodens. Für die Ökos wäre das ein gefundenes Fressen. Aber bei denen ist ja nichts zu holen. Und wenn er es noch woanders versucht hat? Ja, damit war er bei mir, ein paar Tage vor seinem Tod. Ist das alles? Das sagen Sie uns jetzt? Naderi war dabei, einen Umweltskandal aufzudecken. Das ist ein tropfender Wasserhahn und kein Skandal. Naja, 10 Hektoliter sind schon ein bisschen mehr als ein tropfender Wasserhahn, oder? Als die Essex gesunken ist, stand die Besatzung in den Rettungsbooten vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte sie die nahegelegene, aber angeblich von Kannibalen bewohnte Insel ansteuern? Oder den weiten Heimweg zum Festland wagen? Zähne, die sich in geröstetes Menschenfleisch graben. Diese Vorstellung hat den Leuten eine Heidenangst eingejagt. Also haben sie den langen Weg gewählt zum Festland.
einige Monate später hat man sie in ihren Rettungsbooten gefunden. Die Hälfte der Männer tot. Und die andere Hälfte hat nur überlebt, weil sie selbst zu Kannibalen wurden. Der Feind ist die Angst, die die Menschen zu unvernünftigen Aktionen treibt. Nicht irgendwelche eingebildeten Kannibalen auf Inseln oder das Horrorszenario von einer Vergiftung des Grundwassers. Und deswegen behandeln wir kleine Zwischenfälle diskret. Es gab vor einiger Zeit ein minimales Problem mit einer Leitung, das wir aber längst behoben haben. Das ist alles. Er hat sie erpresst, richtig? Er hat sein Glück versucht. Und was haben Sie gemacht? Ich habe ihm gesagt, dass er mich in Ruhe lassen und seinen Job machen soll. Und als er weg war, haben Sie eine Notiz gemacht, dass Sie ihn fahren werden. Kann sein, dass sich staatliche Betriebe solche Typen leisten können. Ich leider nicht. Ja? Fohlen? Fohlen sind Sie das? Was wollte Anne Kilsberg von Ihnen gestern? Sie war besorgt. Der Tod des Mannes könnte mit den Enthüllungen zu tun haben, die ja keine sind. Offensichtlich hat Nadiri mit diesem Stumpfsinn Panik verbreitet, lange bevor er damit zu mir gekommen ist. Wenn wirklich was dran gewesen wäre, der Weg zur Presse stand ihm frei. Aber Sie haben ihm erstmal eine Ansage gemacht, richtig? Ich habe ihm erklärt, wie unsere Rechtsabteilung arbeitet, ja. Wir sollten. Was passt denn dem Vogel? Schickt uns in die Pampa hier mitten in der Nacht. Ja, es geht auch nicht mehr ins Telefon. Fohlen? Wie sehen Sie denn aus? Der See. Ich war baden. Ehrlich, von den Rückständen. Auf das schließen, was da drin war. Ja, jetzt mal ganz ruhig. Was ist denn passiert? Da müssen krasse Mengen Lagerstättenwasser reingelaufen sein. Wir reden von hunderten Hektolitern mit allem, was dazugehört. Benzol, Toluol, paradioaktive Isotope, Quecksilber. Das ist nur das. Sollen wir einen Arzt holen? Nein! Aber ich meine. Lassen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe! Und im Strich haben die echt eine originelle Mischung aus der Tiefe mit hochgepumpt. Welche Kombination von. Kombination von Schwermetallen und Substanzen, die. Die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Die sind alles. Das müssen alles Wechselwirkungen sein. Das sind alles Wechselwirkungen, die da stattfinden. Die machen mich kaputt. Und die Allergien, ich denke, das kommt von den Algen. Ja. Blaualgen. Cyanobakterien. Die sind da auch in dem See, aber die haben nichts mit dem übrigen Zeug zu tun. Ist es möglich, dass jemand absichtlich die Algen da reingepumpt hat? Damit die Menschen nicht baden gehen? Das wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Meine Möglichkeiten hier sind begrenzt, aber ich habe da mal so eine Mischung aller Bullensee im September angerührt. Das Zeug überwindet scheinbar spielend die Blut-Hirn-Schranke. Führt zu neuronalen Ausfallserscheinungen. Wesensveränderungen. Also, es kommt natürlich immer auf das Verhältnis der aufgenommenen Menge zum Körpergewicht an. Das sind nur Ratten. Aber die zerebralen Strukturen von Ratten und Menschen sind ja sehr ähnlich. Was soll das werden? Normalerweise sammelt sich das erst im Fettgewebe, aber ich habe einen Wirkungsbeschleuniger. Machen Sie die Scheiße weg, tun Sie die Viecher weg. Jetzt beginnt das Fressen. Sie macht sich über den Kadaver her. Wesensveränderung, also bitte. Falke, was brauchen Sie noch? Rutgers, die Leute bei der Versammlung, bei der Sie ja nicht waren. Fohlen hat. Der Typ ist doch ein Freak, der ist doch fertig mit Nerven, haben Sie doch gesehen. Das sagen Sie jetzt? Sie wollten ihn dabei haben. Der soll einfach seinen Bericht schreiben. Ja,
Entschuldigung wegen vorhin. Sie hatten recht. Torben will nichts von mir wissen. Was von ihm? Ja. Ich habe ihn unter Druck gesetzt. Zum falschen Zeitpunkt. Mein Fehler. Du warst gestern Abend bei der Polizei. Du, man hat dich gesehen. Du hintergehst mich. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre das schon länger. Nachdem Arash Naderi Anne Kiesberg erpresst hat, vergehen 6 Wochen, in denen er schweigt. Erst kurz vor seinem Tod bringt er die Unterlagen zu Behringer. Wieso erst jetzt? Er hatte von Anfang an Hinweise auf einen Zwischenfall, wusste aber zunächst nicht, wo das Gift gelandet ist. Erst als es im September warm wurde und die Leute baden gingen, hat er begriffen, dass der See vergiftet ist. Er hat gesehen, was das Zeug mit den Leuten macht, dass sie ihren Verstand verlieren. Aber Leute, die durchdrehen, weil sie dreimal baden waren, ich bitte Sie. Ja, das sagen Sie. Arash Naderi hat dran geglaubt und wollte weg, so schnell wie möglich. Aber davor noch so viel wie möglich abgreifen. Diesmal von Behringer. Dafür braucht er aber erstmal Beweise. Deshalb hat er Rutgers fotografiert, um seinen Zustand zu dokumentieren, um Druck auf Behringer auszuüben. Aber ein Foto von einem einzelnen Typen mit Psychose. Das ist ein bisschen dünner als Beweis für ein See voller Nervengift, oder? Ja. Rutgers war nicht der Einzige, dessen Zustand er dokumentiert hat. Ich habe mir seine Handyfotos noch mal angesehen. Hier. Ja, Kian, sein Neffe, und? Mit dem stimmt was nicht. Wieso? Falk hat mich gebissen. Gebissen? Sie können gerne reinkommen, aber die anderen sind nicht da. Okay. Ey, darf sie das? Was hast du da im Arm? Nichts. Dann zeig mal her. Was ist das? Hm? Nichts. Was ist denn hier passiert? Hä? Kian hat diese Anfälle. Was denn für Anfälle? Er ist dann total außer sich. Schlägt, beißt. Es hat begonnen, nachdem man im See war, richtig? Die Ärzte wollen davon nichts wissen. Die sagen, das alles hier dran. In einer Nacht ist er komplett ausgerastet. Sein Kopf gegen die Tischkante geschlagen. Immer wieder. Nun ist eines seiner Ohren kaputt. Er hört kaum mehr was. Sie verschreiben ihm Medikamente, um ihn ruhig zu stellen. Kindliche Psychose, sagen die Ärzte. Aber ihr wisst, dass es mit diesem See zu tun hat. Und du warst auch in dem Wasser? Nee. Warum nicht? Du kannst nicht schwimmen, stimmt's? Na und? Warum verhaftet ihr nicht einfach die Leute von Norfolk, hä? Ihr habt doch die Beweise. Aber ihr unternehmt einfach nichts.
Ach, die Unterlagen sind von dir, Fahndbuch und so. Ich habe die ganzen Sachen in seinem Auto gefunden nach seinem Tod. Was sind die ganzen Sachen? Was hast du noch gefunden, Jonas? Hey, hey, bleib hier! Jonas, mach auf! Jonas! Was soll die Scheiße? Shirin Arash an Satan genannt. Was? Der hat seine Familie nicht gewarnt. Der hat ihnen nichts von dem Zwischenfall bei Norfolk erzählt. Und sie gibt Arash die Schuld daran, dass die Kleine so krank geworden ist. Und sie denkt, er hätte es verhindern können. Ja. Norfolk hat euch vergiftet. Sie werden lügen. Sie werden alles abstreiten. Alles abstreiten, aber das Gift ist schon in euch. Es ist in eure Körper. Es macht eure Kopf kaputt. Merkt ihr nicht, wie ihr euch verändert? Und ich kann es beweisen. Entschuldigung. Ich habe euch nicht gewarnt. Ich habe geschwiegen, ja. Ihr fragt, warum hat er nichts gesagt? Ahmed, was ist los? Was wollen die? Ich kann es beweisen. Die jagen uns dafür. Aber wofür? Gehen Sie weg! Lassen Sie uns in Ruhe! Wir waren das nicht! Wir haben damit nichts zu tun! Helfen Sie uns, bitte! Bitte! Entschuldigung, gehen Sie weg! Was ist hier los? Weil? Was macht der Zivilist hier, hä? Die letzten Monate? Ihr habt mich bespuckt! Ich habe geschwiegen! Ich habe nichts gesagt und habe euch in diese Gift baden lassen. Was ist das? Und jetzt seid ihr alle vergiftet. Es ist zu spät. Ihr seid... Manche haben das verdient. Und wenn ihr das hier seht, bin ich schon weg. Ich bin in einem anderen Land. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Frau Behringer, was gibt's? Haben Sie eine Ahnung, was in den Foren los ist? Da gibt es Aufrufe. Ich gehe nicht mehr raus. Ich will nicht die Nächste sein. Ich will, dass Sie mich abholen, und zwar schnell. Na gut, ich schicke jemanden, ja? Tschüss. Notruf von den Aderis, wir müssen da sofort hin. Und Sie fahren zu der Anlage. Die Behringer traut sich da irgendwie nicht mehr raus. Gucken Sie, was da los ist. Ja, er hat ja nichts verloren. Entschuldigung, wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich muss alles zugeben, bitte. Was? Es wird alles schlimmer. Ich habe das Video hochgeladen. Sie haben genug Schaden angerichtet. Ich
ist hier los? Da ist keiner drin. Machen Sie Platz. Wir wussten das nicht! Bitte hören Sie auf damit! Bitte glauben Sie uns! Das war mein Bruder! Bitte hören Sie auf! Sie kennen uns bitte. Doch! Bitte! Doch selber ein kleiner Junge! Was ist denn hier los? Bundespolizei, gehen Sie zurück! Machen Sie Platz! Los, zurück! Ja. Der Junge ist da auch da! Sofort! Gehen Sie beiseite, verdammt! Tun Sie, was mein Kollege gesagt hat! Weg! Gehen Sie beiseite, verdammt! Wiedersehen! Machen Sie Platz! Sind Sie verletzt? Machen Sie Platz! Kommen Sie, bringen Sie nach Hause. Hey. Platz hier! Jetzt hauen Sie ab! Jetzt gehen Sie nach Hause, verdammt! Ja? Was? Verdammt nochmal, wo bleiben Sie denn? Einige meiner Mitarbeiter haben auf dem Weg schon eine Gruppe von denen gesehen. 2 Kilometer südlich der Anlage. Die sind auf dem Weg. Die kommen hierher. Ich hab nichts getan! Younes? Was macht denn da? Younes? Was mit Younes? Was soll das heißen? Sie können keinen erreichen. Da sollte schon längst ein Kollege bei Ihnen sein. Was? Ja, dann geben Sie mir mal. Schillen! Bier! Schillen! Bleiben Sie hier, Frau Laderi. Wir holen Sie ab. Ja, wir holen Sie ab. Er sagt, irgendetwas ist mit Younes. Younes, was ist denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Younes ist bei Norfrek, aber nicht freiwillig. Ist Younes bei Norfrek? Und Sie hauen ab hier, verdammt! Sehen Sie jetzt, was ich meine? Ja, krass, was ist denn hier los? Okay, brauchen wir Verstärkung, SEK? SEK, wieso? Was jetzt ist denn passiert? Beruhigen Sie sich. Nein, SEK brauchen wir nicht. Younes ist okay. Und das BFE? BFE, ja. Die sollen jetzt sofort zur Anlage kommen. Jetzt sofort, okay? Okay. Sie kommen bei mir mit. Kommen Sie mit. Wir holen Ihren Sohn. Ach, Mann! Kann es sein? Nein, nein, nein. Aber Sie fahren mit mir. Wir fahren hintereinander her. Jetzt lassen Sie uns durch. Lassen Sie uns durch. Verdammte Scheiße! Was ist denn hier los mit Ihnen? Hauen Sie ab! Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten. Norfrek, ja, Norfrek. 200, mindestens 200. Ist doch mir scheißegal, wo die Stadt ist. Ich habe Ihnen eine klare Anweisung gegeben, Vogler. Ja, dann fahren Sie halt alleine dahin, verdammt. Starke? Starke, was machen Sie denn hier? Sind Sie völlig wahnsinnig geworden, oder was? Beweise sind aufgetaucht. Wir wurden belogen. Wir wurden vergiftet! Ja! Sie können Ihre Öko-Nazi-Diktatur auf Ihrem Hof ausnehmen, aber nicht hier. Haben Sie mich verstanden? Und jetzt beruhigen Sie die Leute, sofort! Es ist Zeit, sich zu wehren! Ja! Wir kommen, Falk. Und wir sind viele. Giftmörder! Hören Sie zu. Die Behörden werden der Sache auf den Grund gehen, okay? Ja, fahren Sie doch nicht schon mal vor und machen Sie sich bei Ihren Freunden von Norfolk gemütlich. Wir kommen nach! Ja! Ich warne Sie. Ich warne Sie. Und wir sind viele! Ja! Jetzt hauen Sie ab! Wo bleiben denn Ihre Leute? Younes. Ja, was soll die Scheiße? Machen Sie das ab! Entschuldigung, der ist hier eingebrochen. Ja, sofort, machen Sie das ab. Ich wollte nur mit Ihnen reden. Ja, und das glauben Sie? Ja, verstehe. Ja, nicht. Ja. Aber das wird womöglich nicht reichen. Hier können Sie den Augenblick losgehen. 200, 300, keine Younes. Ahnung. Geht's dir gut? Ich muss es mit hochnehmen. Dauert nicht mehr lange. Ja, geben Sie rüber, ja. Was machst du? Was machst du? Sie haben meinen Sohn krank gemacht. Das ist doch lächerlich. Wir sind doch nicht schuld, dass Ihr Kind gestört ist. Er ist nicht gestört. Er ist krank. Und das ist Ihre Schuld. Das ist doch Schwachsinn. Schauen Sie ihn an. Schauen Sie ihn sich an! Schauen Sie ihn sich an! Hier! Hier! Younes! Mama, ich mach das. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Was ist denn überhaupt mit dem Jungen? Warum sieht er so aus, wie er aussieht? Er hat im Bodensee schwimmen gelernt. Er hat dabei sehr viel Wasser geschluckt. Ja, kommt vor. Aber ein paar Tage später ging es los. Die Ausschläge und seine Anfälle. Unser Sohn ist verrückt geworden. Sie sind verrückt. Genau wie diese Irren da draußen. Ihr Schwager hat sie doch angesteckt mit seinem Schwachsinn. Ja, jetzt hören Sie mal auf. Hat Ihnen Arash von dem Zwischenfall bei Norfolk erzählt? Es gab keinen Zwischenfall. Doch, es gab einen und wir wissen das. Frau Behringer, helfen Sie mir mal. Hat Ihr Bruder Ihnen davon erzählt? Nichts hat er uns erzählt! Wie oft soll ich das lossagen? Wieso glauben Sie uns denn nicht, Mann? Und deswegen haben Sie ihn weiter schwimmen lassen in dem See, richtig? Arash hat Sie nicht gewarnt. Und er hat noch Geld dafür gekriegt, dass er nichts sagt. Er hat zugesehen, wie Kian krank wurde. Er ist ein einziges Mal vorbeigekommen, um ein Foto von ihm zu machen. Und dann
Dann ist er abgehauen. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Und das hat er in Kauf genommen. Er hat in Kauf genommen, dass ihr Kind immer kränker wird, richtig? Und er hat auch noch Geld dafür genommen, dass er nichts sagt. Das lassen Sie sich doch nicht gefallen. Nach allem, was Sie für ihn getan haben? Hm? Was haben Sie getan? Hm? Ich wollte nur mit ihm reden. Moment. Aber Ihr Bruder wollte doch gar nicht reden. Stimmt. Das Tor. Hamid. Ihr Bruder, der wollte nicht reden. Stimmt's? Er ist mir ausgewichen. Und dann? Hamid. Und dann? Er wollte nicht mehr aussteigen. Aussteigen aus dem LKW. Draußen, vor dem Tor. Richtig. Younes! Kian! Wir wollen hier raus. Sie sind hier in Sicherheit, Frau Nadel. Hamid, ich möchte weg hier. Er hat uns alles verheimlicht. Ich wollte nur mit ihm reden. Sie haben ihn auf dem Weg hierher abgepasst. Auf dem Weg zu seiner Nachtschicht, stimmt? Hamid Bastardige. Was haben Sie gemacht? Schauen Sie mich an. Ich musste ihm drohen, dass er den LKW verlässt. Mit dem Wagen hier in der Hand. Dass ich ihm die Scheibe einschlage. Wir haben uns gestritten. Er hat mir von Norfrek erzählt. Dann haben Sie zugeschlagen. Mit dem Wagenheber. Einmal, zweimal! Ich hatte den Wagenheber noch in der Hand. Ich war so wütend. Dann lag er einfach vor mir. Ich wollte einfach nur weg. Nein! Ich habe ihn alleine sterben lassen. Mein Bruder. Damit, was haben Sie dann gemacht? Was haben Sie dann gemacht? Wo war das? Wo haben Sie ihn zurückgelassen? Neben seinem LKW auf der Straße. Ganz sicher? Wo denn sonst? Sie sind nicht mehr zurückgekommen. Hm? Sind Sie später zurückgekommen? Ich habe mich ins Bett gelegt. Ich konnte sogar schlafen. Sie hätten Ihren Bruder retten können, wenn Sie zurückgekommen wären. Was reden Sie da? Sie haben Ihren Bruder nicht getötet. Younes! Oh, komm, lass mich durch hier, ich muss hier rein, ja? Mensch, hab dich doch nicht so. Nicht doch einfach mal da durch. Frau Gross, hier, Anne Kiesberg. Junis! Die kennt mich, die kann nicht reinlassen. Frau Gross, bitte lassen Sie mich rein. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich will doch nur meine Kinder rausholen. Meine Kinder! Lassen Sie sie doch in Ruhe. Es ist doch nur mein Mann, der sich vollstopft mit seinem ganzen Hass und seinem Schwachsinn und dem ganzen Dreck. Das sind doch nur Kinder, die spielen das alles doch nur. Was spielen die alles? Wie spielen die? Ihr Sohn, Lars, sein Hyperventilieren. Sie geben ihm keine Medikamente, richtig? Nein, er nimmt dann seine Tüte. Und die hat er immer bei sich? Ja, die in seiner Jacke. Hören Sie. Nein, bleiben Sie hier. Lassen Sie mich rein, Frau Gross. Bitte! Manche haben das verdient. Ja.
Haus, wo sind Sie denn? Hamid hat seinen Bruder nicht getötet. Ja, ich weiß. Gross, haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ich bin hier bei der Betankungsanlage. Gross? Was machst du da? Bleib stehen. Bleib stehen. Du sollst stehen bleiben, verdammt. Ah, ihr neuer Freund will doch noch knutschen. Moin. Moin. Ich wollte mich noch gerne verabschieden. Wiedersehen. Alles Gute. Jo. Und was meine Ergebnisse betrifft, das müssen wir noch mal abwarten. Das heißt was? Ich kann Fehler bei der Probenauswertung nicht ausschließen. Soll das heißen, es gibt doch keine Vergiftung? Nein, aber das mit den Ratten, das war von mir nicht so ganz. Das behalten Sie erstmal für sich. Bitte. Digga, was ist los? Machst du jetzt einen Rückzieher oder was? Sagen Sie nicht freiwillig, oder? Mehr kann ich gerade nicht sagen. Tut mir leid. Ah. Kam es zu Kundgebungen, die aufgelöst werden mussten. Augenzeugen sprechen von Massenhysterien. Das Umweltamt werde die Vorwürfe gegen das Unternehmen eingehend prüfen. Dazu ein Sprecher der Landesbehörde. Momentan haben wir aber keinen Grund davon auszugehen, dass es zu irgendeiner Zeit zu gravierenden Verschmutzungen kam. Norfrag zeigt sich zum Glück bis dato sehr transparent und kooperativ. Natürlich werden wir, bevor wir vollständig eine Warnung geben können, alles nochmal sorgfältig prüfen. Erkläre ich dir mal, wie man richtig den Kopfstoß macht. Spinner.